So, hallo erstmal, herzlich willkommen hier zum Topspiel der Bezirksliga Unterland am 17. Spieltag. Der Tabellenführer, der SV Leingarten, der die Bezirksliga, glaube ich, schon seit dem ersten Spieltag anführt, empfängt heute den Tabellenzweiten, die SGSK 2000, die mit 3 Punkten dahinter steht. Dieses Event wird präsentiert von Preavaris, Ihrem Institut für professionelle Ernährungsberatung und Prävention. Medizinisch begleitet. Mehr Informationen unter preavaris.com. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC Castella Baukonzept, CIC Castella Immokonzept, Drive Elegance, Premium Autopflege, eine Marke der JZ Garage, Fußball im BW und Johnny's Sportbar, Schulgasse 3 in Heilbronn. Ja, gehen wir mal rein ins Spiel. Dauert eine Weile, bis die Mannschaften hier mit dem Kunstrasen, der wirklich sehr, sehr schön ist, in Leingarten zurechtkamen. Ein bisschen rutschig das Ding. Dann Serdan Bakacak mit der ersten Möglichkeit. Ja, wollte ins lange Eck, dann aber knapp am Tor vorbei. Erste Möglichkeit im Spiel in der 8. Minute. 3 Minuten später wieder die SGSK 2000 und da sehen wir es, wieder einer von vielen Ausrutschen am heutigen Tag. Dann der Ball aber lange nach vorne gespielt, wieder auf Bakacak. Kann sich dann aber nicht durchsetzen und Mitch kommt vor ihm an den Ball. Auch diese Situation geklärt. Ja, was war los mit Leingarten in der 13. Minute? Die erste Möglichkeit, Querschläger eines Stettners. Dann Robin Guldi setzt sich hier schön durch und zieht mal ab, aber ja, locker mal 7 Meter noch am Tor vorbei. Mehr war von Leingarten bisher nicht zu sehen. Ja, beide Mannschaften standen relativ gut in der Abwehr. Dementsprechend gab es wenig Torchancen in der Anfangsphase. Hier nochmal Serdan Bakacak, Aluminiumtreffer. Sehr, sehr gute Möglichkeit. Legt den am Keeper von Leingarten vorbei. Dann setzen die Städtner nach, aber dann die Situation auch geklärt. Wir sind in der 23. Minute. Langer Ball. Der kommt sofort wieder zurück. Tietzmann auf Robin Guldi. Ja, der rutscht ein bisschen aus und trifft den Ball nicht richtig, aber trotzdem sehr, sehr gefährlich. Und erste Parade von Simon Horn hier im Tor der SGSK 2000. Ja, wir lassen die Spielszene weiterlaufen. Der Ball kommt sofort wieder zurück. Nächstes Mal abgeschlossen, diesmal von Yannick Tietzmann, aber direkt in die Arme von Horn. Die 26. und wieder die Leingärtner werden jetzt stärker. Langer Ball Richtung Strafraum. Horn lässt nach vorne abprallen. Da kommt Robin Guldi zum ersten Mal, bekommt ihn nochmal zum zweiten Mal. Herrlicher Treffer von Guldi aus 16 Meter ins lange Eck. Keine Chance für Simon Horn, die Führung. Für den SV Leingarten, Torschütze Robin Guldi, und den schauen wir uns gerne nochmal an. Einmal wurde geblockt, aber die SK bekam den Ball hinten nicht raus und dann zieht Guldi unhaltbar ab für Simon Horn. Die Führung, ja, für den leichten Favoriten am heutigen Tag. Ja, tolles Wetter hatten wir übrigens, bisschen windig, aber ansonsten der Frühling kommt. Langsam macht es wieder Spaß zum Arbeiten hier auf den Sportplätzen. Nächste Möglichkeit vom SV Leingarten. Ja, der geht ein bisschen hart ran mit gestrecktem Bein Richtung Simon Horn. Dann Tobias Kröger schuckt hier noch einen Leingartner weg. Bisschen Tumult im Strafraum. Zum Schluss gab es Gelb für Tim Noah Schmidt. Und die Gemüter beruhigten sich auch relativ zügig wieder. Dann sind wir in der 32. Minute. Nächster Angriff von Leingarten. Ja, die wurden jetzt stärker nach dem Treffer. Wieder Robin Guldi. Tietzmann setzt sich durch, Ball kommt in die Mitte und dann Nick Rieker aus 17 Metern versucht er den Ball reinzuschlenzen, aber klappt nicht. Die 35. Eckball, Marcel Öxner, scharf eingezogen und drin ist er, direkter Treffer nach einem Eckball von Marcel Öxner. Welch ein schönes Tor hier in der 35. Spielminute, den schauen wir uns wirklich richtig gern nochmal an. Schöner Schnitt hier der Ball. Ja, da sieht der Keeper von Leingarten nicht wirklich gut aus. Und der Ausgleich für Stetten-Kleingardach durch Marcel Öxner. Denkt mal, den Treffer werden wir mit Sicherheit auch auf focus.de sehen. Weiter geht's mit Leingarten. Herrlich gemacht hier von Nick Rieker. Was macht er draus? Nochmal so Ding. Ja, hier wird was getan für die Galerie. Robin Guldi mit der Flanke Richtung Fünfer. Aber dann der Kopfball neben das Tor. Ja, aber das Ding vom Nick Rieker schauen wir uns nochmal an.
Herrlich lässt er hier die zwei Städten Kleingartner stehen. Yo, FIFA Rico macht das Ding hier. Richtig klasse. Zum Schluss allerdings dann brotlose Kunst. Ja, 5 Minuten vor der Halbzeit nochmal. Marcel Oechsner zieht den wieder direkt aufs Tor. Aber dann Kleingartner Abwehrspieler davor. Der anschließende Eckball, wieder gefährlich vors Tor gezogen. Ja, da sehen wir, das war kein Zufall mit dem Treffer hier. Den wollte Marcel Oechsner machen. Den hören wir nachher auch nochmal im Interview. Mal schauen, ob er es uns da bestätigen kann. Und Stettengleigerdach legt nach. Wir sind schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und das war's dann auch. Mit 1:1, durchaus gerechtes Unentschieden, geht man hier in die Pause. Und wir gehen gleich rein, gerade mal 1,5 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Möglichkeit durch Nick Rieker. Ganz gefährlich der Ball. Glaubt, da war Simon Horn noch dran. Allerdings gibt der Schiedsrichter hier Abstoß. Gefährliches Ding. Wäre fast drin gewesen. Dann 9 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Kleingarten kann den Ball in eigener Hälfte erobern. Langer Ball nach vorne gespielt auf Noah Schmidt. Der bringt ihn rein und Horn klärt hier vor Yannick Titzmann. Ja, jetzt mal wieder die SGSK 2000. Wieder Marcel Oechsner macht hier heute ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel, nicht nur in Standardsituationen. Toller Pass hier auf Lunzer. Den hätte er mit dem Kopf machen müssen. So wartet er, bis der Ball runterkommt und gibt natürlich Fabian Mitsche die Möglichkeit, den runterzupicken. Gute Möglichkeit hier für Stettengleigerdach in Führung zu gehen durch Lunzer. Und das Ding läuft gleich weiter. Jetzt geht's los auf die andere Seite. K. Erstmal angeschossen, aber kommt dann zu Rika. Und der aus der Drehung auch wieder. Schöner Schuss, allerdings einiges übers Tor. Ja, für die Galerie war hier heute einiges geboten. Ja, war halt auch Topspiel. Da sieht man, beide Mannschaften können durchaus was. Die 65. Die Gäste hier bei der Balleroberung. Schön gemacht. Und dann Mitch schießt Serdan Bagacak an und der Ball trudelt Richtung Tor. 65. Minute, Stettengleigerdach dreht hier das Spiel, geht mit 2:1 in Kleingarten in Führung. Schauen wir uns auch gleich nochmal an. War es ein Eigentor von Geiger oder war es Bagacak? Ne, war an den Bagacak angeschossen. Und dann geht der Tor ins Tor. Der Ball ins Tor. Dritter Treffer für Serdan in seinem zweiten Punktspiel für Stettengleigerdach. Ja, 25 Minuten geht's noch. Jetzt müssen wir schauen, was kommt vom Tabellenführer. Was können die noch zulegen, um das Ding hier nochmal zu drehen. Ja, Rieker. Diesmal aus der Distanz, aber auch der am Tor vorbei. 18 Minuten noch. Kopfballstaffette. Dann aber die Stettner. Langer Ball nach vorne. Schön gemacht von Bagacak. Dann rüber auf Oechsner. Ja, und das war, glaube ich, schwieriger wie der Eckball. Den wollte er reinschlänzen, aber da war Mitch schon im Flug und kann das Ding hier runterholen. Direkt drauf, wieder nächste Möglichkeit. Nick Rieker mit dem Freistoß, gefährlich vors Tor, aber auch der geklärt. Dann in der 82. gelb-rote Karte für Tobias Gröger. Ja, das Foul sehen wir nicht wirklich, war direkt hinter den Köpfen. Kann man geben und nächster Freistoß für Rieker. Wieder gefährlich vors Tor, Kopfball. Aber ja, da fehlt auch ein bisschen das Glück beim SVL. Am heutigen Sonntag. Auch der Ball geht knapp vorbei. Und wir sehen es, wir sind schon in der Nachspielzeit. Knapp 4 Minuten drüber. Letztes Aufbäumen der Hausherren. Und dann war Schluss mit 2:1. Gewinnt die SGSK 2000 hier in Kleingarten. Ja, Tabellenführer bleibt Kleingarten. Punktgleich jetzt Stettengleigerdach. Wird auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Rückrunde hier. Kampf um die Meisterschaft in der Bezirksliga Unterland. Also von meiner Seite ein großes Kompliment an Stettengleigerdach, die heute ein sehr gutes Spiel gemacht haben und haben uns das Leben sehr schwer gemacht. Und ja, so ist halt Fußball. Ich habe das gerade den Jungs auch gesagt, wir haben heute verloren. Punkt. Wir sind immer noch Erster. Wir können immer noch positiv in die nächsten Wochen reingehen.
Man muss es auch einfach respektieren und akzeptieren, dass es auch 14 weitere Mannschaften gibt in der Liga. Und ja, für uns gilt es einfach weiterzumachen, zu arbeiten. Das habe ich auch vorher gesagt. Das hätte uns auch nichts gebracht, wenn wir heute gewonnen hätten und wir hätten in den nächsten Wochen Punkte liegen lassen. Von daher ist es ärgerlich, weil ich nicht gerne ein Spiel verliere, aber der Gegner hat es gut gemacht. Wir haben, sag ich mal, ein, zwei Fehler zu viel gemacht und dann passiert es einfach. Aber grundsätzlich alles in Ordnung, wir haben eine tolle Truppe, wir sind Tabellenführer und weiter geht's. Wie schwer war es jetzt auf einmal auf dem Platz hier zu spielen, Kunststraße? Man hat gesehen, anfangs sehr rutschig, beide Mannschaften Probleme. Ja. Ein bisschen mitgespielt. Ja, also der Kunstrasen, der hat bisher noch nicht das gebracht, was wir uns erhoffen. Wir haben zweimal auf dem Kunstrasen gespielt und das waren die einzigen beiden Saisonniederlagen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier spielen und wir sagen, komm, wir spielen auf dem Kunstrasen und haben einen Vorteil. Das ist nicht so, aber man muss auch sagen, dass der Rasenplatz bei uns unglaublich schlecht aktuell ist, unglaublich einen schlechten Zustand hat. Und es wäre nicht fair gewesen, für beide Mannschaften auf dem Rasenplatz zu spielen. Kunstrasen insofern für uns gut, dass wir halt in der Winterzeit einfach die Möglichkeit haben zu trainieren. Ja, das ist schon wertvoll im Vergleich zu den Jahren davor. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, Kunstrasen und wir fühlen uns da besser oder sicherer. Das hat weder einen Vorteil heute gehabt, weder einen Nachteil. Das war neutral für beide Mannschaften. Und bisher haben wir noch kein Glück gehabt mit dem Rasen. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Die Liga bleibt weiterhin spannend. Genau. Danke. So, 1-2 geht der Tabelleführer. Jetzt punktgleich auf Platz 2 bei mir Marcel Öxner. Ja, Marcel, im vierten Anlauf endlich auch der Sieg gegen Leingarten. Knapp davor waren wir schon mal. Du mit dem Tor, was man daheim nur gerne anguckt, direkt im Eckball. Tolle Geschichte, sag was. Ja, wir sind ja nicht hergefahren, um gutes Ergebnis zu erlangen, sondern wir sind näher gefahren, um einfach 3 Punkte zu holen, was auch das Ziel war, und das Ziel haben wir zu 100% heute erreicht. Und wenn ich das Spiel angucke, wir sind richtig gut ins Spiel reingekommen, haben viele Zweikämpfe gewonnen, haben auch die zweite Bälle bekommen und uns auch einige Torchancen erarbeitet, wenn ich gerade an Serden denke, der eine 100%ige Chance schon hat. Und da haben wir die Leingartner gar nicht ins Spiel kommen lassen, haben dann bisschen nachgelassen, wo dann auch Leingarten ihre zweite Bälle bekommen hat. So haben sie auch quasi das 1-0 gemacht, wo wir nachlässig verteidigt haben. Danach, gut, der glückliche Eckball, aber der war gewollt. Und danach waren nochmal 2-3 Szenen, wo ich mir im Nachhinein überlegt, wo wir auch noch gut waren. Dann Halbzeit haben wir angesprochen, dass wir einfach viel besser verteidigen wieder müssen. Und das hat die Mannschaft heute richtig, richtig gut gemacht. Da muss ich echt ein Lob aussprechen. Wir haben vor dem Spiel gesagt, wenn nur einer keine 100% erreicht, holen wir ja nichts. Aber ich muss echt gestehen, jeder Einzelne, auch die, wo reingekommen sind, haben 100% gegeben. Und deshalb haben wir das auch verdient gewonnen. Alles klar. Jetzt das nächste Ziel ist natürlich, an Leingarten vorbeizuziehen. Liegt ganz in eurer Hand, aber nächste Woche Bad Wimpfen, ganz anderes Spiel. Wieder daheim. Ja, ich auf jeden Fall auch das Ziel, wieder 3 Punkte zu holen. Zu Hause, vor eigenem Publikum. Der Platz liegt uns. Ja. Aber gut, dass Leingarten noch vor uns ist. Alles klar, ich danke dir. Are you ready? Showtime. More bang for your buck.